Lieber Peter, lieber Viktor, Renate und Arthur mit euren Ehepartnern und Familien, liebe Geschwister von Anna und von Peter, liebe Besucher dieser Abschiedsfeier. Wohl kaum einer von uns hätte gedacht, dass Annas Leben so kurz vor dem Abschluss stand, als wir sie vielleicht beim letzten Mal begegnet haben. Abschied zu nehmen am Sarge eines lieben Menschen tut weh, schmerzt und greift einfach sehr stark in unser Familienleben mit ein und in unseren Bekanntenkreis, könnten wir manchmal auch sagen. Manchmal ist es gar nicht die direkte Familie, sondern es sind Bekannte, Nachbarn und so weiter, die davon ganz direkt betroffen sind. Gott ist es, der Leben schenkt, und Gott ist es auch, der ein Leben oder für ein Leben den Schlusspunkt setzt. Und in diesem Sinne ist jedes Abscheiden eines Menschen für uns immer wiederum ein Reden Gottes, dass Gott gesprochen hat und dass Gott eingegriffen hat. Ich möchte auch ganz besonders die Teilnehmer an dieser Abschiedsfeier am Livestream begrüßen und hoffe, dass ihr einen guten Empfang habt und dass ihr auch über die Distanz mit uns hier auf dem Friedhof verbunden seid und gemeinsam auch diese Zeit miteinander erlebt. Quiero darle también la bienvenida a los de habla español. Hoy estamos en este momento despidiendo a la que en vida fue Ana Dück de Gisbrecht. Ella tuvo su tiempo en esta tierra de 69 años y algo, y Dios le llamó a su presencia. Así lo creemos y lo confiamos, que ella ahora misma ya goza en la presencia del Señor. Y todos los que hoy están aquí, venimos a acompañar a los familiares a presenciar este acto de despedida y de esa manera dar consuelo también a los que le afecta muy de cerca, que es la familia Gisbrecht. Después de un rato voy a traducir otra vez en español, así que vamos a ir un poco en alemán y en español. Noch nicht vor langer Zeit rief Anna mich an, und meistens, wenn sie mich anrief, hatte sie irgendein Anliegen. Und so war es auch in diesem Moment. Sie war tief betroffen davon, dass ihr Bruder gestorben war, und sie wollte es mir als Gemeindeleiter einfach mitteilen, dass sie unter diesem Verlust litt und dass sie sehr betroffen davon war. Und ja, sie sagte dann in einem Moment, dort ist mir so schwer, dort mein Bruder nur wohlgehen muss. Sie nahm es als eine ganz persönliche Last, dieses Abschiednehmen von ihrem Bruder. Wohl kaum hat sie damals gedacht, dieses, glaube ich, war vielleicht vor 2-3 Monate zurück, dass ihr Abschied so kurz bevorsteht. Und so ist es eigentlich für uns alle. Wenn wir gesund sind, meinen wir eigentlich, dass wir auf gutem Wege sind und dass unsere Zeitspanne hier auf Erden noch relativ lang sein wird. Und doch wissen wir es nicht, wie es wirklich ist. Ob das kurz bevor ist, unser Abscheiden, ob wir noch manche Jahre zu leben haben oder wie das in Wirklichkeit um unsere Zeitspanne bestimmt ist, die vor uns liegt. In 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13 sagt Paulus im Hinblick auf bedrückt sein von Last und so weiter, da sagt er so: Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Manchmal meinen wir, unsere Prüfung und unser
unsere Last ist etwas Spezielles und wahrscheinlich erlebe nur ich sowas. Er sagt hier, es ist etwas, das andere auch erleben. Und dann sagt er etwas sehr Entscheidendes. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Oder dass es über die Kraft geht und wir in Gefahr stehen, Gott vielleicht auch abzusagen. Und weiter sagt er, wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten oder wir könnten auch sagen, durchzuhalten. Und das fällt in der Regel schwerer. Wenn wir wüssten, das ist jetzt für einen Tag oder eine Woche, dann würden wir uns darauf einstellen und sagen, okay, das stehen wir schon durch. Aber wenn es etwas Ungewisses ist und wir wissen nicht, wie lange diese Last auf uns liegen bleiben wird, dann fällt uns das schwer und wir bangen manchmal darum, werden wir durchhalten. Wird Gott so viel Kraft immer wieder geben, wie ich sie brauche in meiner Situation? Und das ist das Wunderbare, dass wir in Gottes Wort diese Zusage haben, dass Gott uns halten will, dass er uns durchbringen will. Ich möchte da einen Vers aus Jesaja 41 zitieren, den wahrscheinlich die allermeisten schon in irgendeinem Moment gehört, gelesen, zugeschickt oder ihnen begegnet ist. Dort heißt es so, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wenn Gott uns diese Zusagen gibt, einerseits, dass wir nicht über unser Vermögen belastet werden oder über unser Vermögen durch schwere Zeiten gehen müssen und andererseits, dass er hier uns klar zusagt, dass er helfen wird und dass er mit seiner rechten Hand uns durchbringen wird. Für die, die Rechtshänder sind, die wissen ganz genau, was das heißt, wenn jemand mit der rechten Hand anfasst. Linkshänder, die fassen lieber mit links an, weil die da eben kräftiger sind. Aber hier spricht es von dieser starken rechten Hand, mit der will Gott uns halten. Und das gilt in ganz besonderer Weise auch für euch als Familie Giesbrecht. Es mag sein, dass ihr euch in gewisser Weise vielleicht in diese Situation hineingeschickt habt und gesagt, okay, das ist jetzt einfach so. Deine Frau Peter und eure Mama ist einfach jetzt gestorben. Und doch kommt dieses im Nachhinein, dass wir uns dessen bewusst werden, Mama ist wirklich weg. Und sie kommt nicht mehr. Es geht keine Tür auf, wo sie wieder hineintritt in den Raum und euch begrüßt oder anspricht. Und dann fällt eine Schwere auf uns Menschen, wo wir merken, es ist wirklich definitiv. Wir verabschieden jemanden, der eben nicht wieder uns hier in diesem Leben begegnen wird und begrüßen wird. Aber wir haben eine Zusage. Wer immer im Glauben an Jesus Christus steht, der hat die Hoffnung, seine Lieben einmal wiederzusehen, nämlich dann in der himmlischen Heimat, wenn auch unsere Zeit angebrochen ist und wir gerufen werden, dorthin zu gehen. So, Abschied zu nehmen fällt schwer, Abschied nehmen tut weh, aber Abschied zu nehmen in einer Perspektive und in einer Hoffnung, dass wir uns wiedersehen. Und vielleicht wird dann gar nicht so wichtig sein, dass wir uns wiedersehen, sondern dass wir Jesus sehen. Und dass wir in seiner Gegenwart all das, was uns hier vielleicht so wichtig gewesen ist, gar nicht mehr so wichtig wird, sondern dass uns dann wirklich Gott wichtig ist, bei ihm sein zu dürfen und in seiner Gegenwart einfach leben zu dürfen. Estimados oyentes, te habla español. Hoy nos despedimos de una hermana que tenía su especialidad. Ella tenía muchos contactos y muchas veces llamaba o enviaba un mensaje o un audio a estas personas que conocía y con cual tenía un relacionamiento. Ella en un momento me llamaba buscando consuelo porque su hermano había fallecido. Y ella dijo en este momento, esta situación me pesa demasiado. Me cuesta aceptar que mi hermano ya ha partido
a la presencia celestial. Y quería compartir esto conmigo y buscando en cierta manera consuelo también. Y es así. Muchas veces las circunstancias cuales estamos atravesando nos cuesta aguantar, nos cuesta enfrentar y a veces nos lo percibimos que son demasiado pesado. Ya va encima de lo que aguantamos. Y ahí tenemos una promesa que leemos en 1 Corintios 10, 13, donde Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. En los momentos difíciles, lógicamente lo vivimos como no hay salida. No sabemos cómo vamos a pasar estos momentos. Pero acá dice que el que nos deja ser probado, él nos proveerá también la salida. Así que hay esperanza. Pasamos por momentos difíciles, pero ya sabemos de antemano que va a haber salida. Y otro versículo en Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. La diestra es la mano derecha, la mano con más fuerza. Con esta, Dios nos quiere sobrellevar y ayudar en estos momentos difíciles. Y estas son promesas de Dios que también Él va a cumplir con cada uno de ustedes, con la familia Gisbrecht y con todos que fueron y son afectados de esa despedida de la hermana Ana. Invito para una oración. Vater im Himmel, wir wollen dir von Herzen danken, dass du ein liebender, gnädiger Gott bist. Wir wollen dir danken, dass du in deiner Güte und Barmherzigkeit es so vorgesehen hast, Herr, dass wir in diese Welt hineingeboren werden und dass wir eine Zeitspanne haben in dieser Welt, aber dass du dann auch uns wieder abrufst aus diesem irdischen Leben. Und deshalb ist es wichtig für uns, dass wir in diesem Leben unsere Entscheidung klar haben, wohin geht unsere Reise. Du hast zugesagt, dass all die, die auf dich hoffen, die wirst du nicht überbelasten und du wirst sie durchtragen mit deiner rechten Hand. Und Herr, ich bitte einfach, dass du diese Zusage wahr machst, in besonderer Weise jetzt auch an der Familie Gisbrecht und an jeden einzelnen Zuhörer, der deine Hilfe und deinen Beistand braucht, Herr. Und lass ihn erkennen, dass du zwar durch schwere Situationen führst, dass du unseren Glauben prüfst in gewisser Weise, aber dass du ganz sicher auch durchhilfst und dass du einen Ausweg aus schwerer Situation uns schenkst. Wir wollen dich in ganz besonderer Weise bitten, dass du mit deinem Trost und deiner Gegenwart auch in dieser Feier gegenwärtig bist. In Jesu Namen beten wir es. Amen. Wir hören jetzt ein Lied von einem Frauenquartett, Hand in Hand mit Jesus. Hand in Hand mit Jesu kann ich sicher gehen.
Ich lade Prediger Andreas Friesen jetzt ein, uns die Predigt zu bringen. Andreas ist ein Freund der Familie und hat auch eine besondere Beziehung zu dieser Familie. Bitte schön. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Darüber will ich gemeinsam mit euch nachdenken. Lieber Peter und die ganze Familie, wir freuen uns, dass ihr an uns gedacht habt, zu dieser Feier einzuladen. Vielleicht braucht das einige Erklärungen, wieso ich von dort komme, um hier diese Ansprache zu bringen. Ich kann mir vorstellen, dass es einen Grund darin hat, dass Anna dort untergebracht war in ihren Kinder- und Jugendjahren. Sie hat auch bei meinen Eltern gewohnt. Und Anna fühlte sich immer sehr akzeptiert von den Paratodenios. Wir haben viel Spaß und Freude miteinander gehabt. Und ich will das mit Respekt sagen, aber es, wir haben alle Verständnis. Ich habe auch nachgefragt, ob ich darf. Aber diese Familie Dück ist in extrem armen Verhältnissen aufgewachsen. Die Kinder wurden untergebracht bei anderen Leuten, damit sie erzogen wurden. Das ist die Tatsache. Und unsere Leute haben das gern gemacht. Liebe Kinder und ich glaube Großkinder, ihr habt schon einen großartigen Fortschritt gemacht. Ich kenne euch nicht genau, aber ich glaube, dass keiner so arm ist, wie eure Eltern und Großeltern waren. Denkt daran, das ist ein Segen. Ich kann mich noch, oder wir können uns noch gut erinnern, dass wir am 15. Januar 1983 bei 45 Grad Hitze nach Blumenthal-Fernheim fuhren zur Hochzeit. Ich habe sie dann getraut und ich glaube, sie waren die ersten Leute, die in der neuen Blumenthal-Kirche getraut wurden. Die Kirche war noch nicht mal ganz fertig, aber Peter und Anna konnten nicht warten. Ja, das war gut. Das war für uns ein gutes Erlebnis. Mit vielen, vielen Schlaglöchern dahin gefahren. Das war's. Und heute stehe ich hier zur Beerdigung da. In den letzten Zeiten haben ja wir immer weniger gehabt. Unsere Wege trennten sich. Darüber kann ich heute nicht viel sprechen. Ich will zu den Lebendigen sprechen, nicht zu ihr. Nur kurz von ihr. Ich glaube, Anna war eine sehr geistlich hungrige Frau. Schickte uns immer wieder christliche Lieder. Meine Frau wurde immer gut bedient damit und ich auch. Und sie hat uns in unseren Jahren in Mexiko pünktlich begleitet mit Liedern. Ich habe die und die Botschaft damals da gehört von dem und dem. Und sie wiederholte immer etwas. Das so lag ihr so in ihrem Herzen. Das war die Anna. Und voriges Jahr, als wir in Tres Palmas waren, dann hat sie uns da begleitet. Sie war einfach da, wo Arbeiter war. Das kurz zu ihrem Leben. Und ich weiß, als ich angerufen wurde, dass Frau Lena Giesbrecht gestorben war, dann das schockierte mich. Und ich sagte, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, so sprechen die meisten Menschen, nicht? Da bin ich keine Ausnahme. Wieso tun wir so? Weil wir mit Leben rechnen und nicht mit Sterben. Wir würden doch nicht sagen, das kann doch nicht wahr sein, Victor, dass du heute wieder lebst. Wir rechnen damit. Und ein bisschen in diese Problematik hinein will uns dieser Lehrer unterrichten. Und ich hoffe, dass immer jede Abschiedsbotschaft auch eine Trostbotschaft ist. Im Psalm 94, Vers 12 steht dieses:
Herr, lasse und lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Hoffnung für alle schreibt so: Herr, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nützen. Eine andere Übertragung sagt: Herr, lehre uns unsere Tage zählen. Ja, wie zählt man unsere Tage? Ich habe heute 27.020 Tage hinter mir. Habe ich mir zu Hause nachgerechnet. Und ich glaube, hier sitzt eine Schwester, die ist genauso alt wie ihr, wie ich. Auch am 23. August, stimmt das? Um den Dreh. Ja, also so viele Tage. Aber wie viele Tage sind vor uns? Die können wir gar nicht berechnen. Das kann hier nicht gemeint sein. Es wäre furchtbar, wenn wir wüssten, wie wir nochmal sterben würden, nicht? Ich will das nicht wissen. Da würden wir uns schon heute davor fürchten, wann und wie ich sterben würde. Und wer würde sich da noch mit was anderem Vernünftigem beschäftigen? Das ist nicht gemeint. Was meint es hier? Herr, lehre uns unsere Tage zählen. Nehmen wir als erstes dieses Herr, lehre uns. Lehren tut ein Lehrer. Ein Schüler lernt, ein Lehrer lehrt. Und dieser Psalmist erklärt sich als Schüler vor seinem Lehrer: Herr, lehre mich, wie ich bewusst mein Leben leben kann. Wenn ich heute von zu Hause wegfahre und fahre auf die Arbeit, dann tue ich es bewusst. Ich nehme Abschied von meiner Frau. Wer weiß, ob wir noch wieder leben werden, ob wir uns wiedersehen werden. Das ist keine Trauerstimmung. Das will Gott nicht, dass wir depressiv durchs Leben gehen. Aber er will, dass wir uns bewusst sind, dass das Leben irgendwann plötzlich ein Ende hat. Und je bewusster uns das wird, desto verantwortlicher werden wir mit unserem Leben umgehen wollen. Das Sterben wird während dem Leben gelernt. Das Sterben braucht man gar nicht lernen. Das hat sie gar nicht gelernt. Jeder Mensch stirbt für sich. Und er muss die Hand seines Ehepartners loslassen und stirbt alleine. Das ist der, wir würden das sagen, der einsamste Heimgang. Wir wollen keine, ich will hier keine Trauerstimmung lehren, aber dieses Bewusstsein, dass ich leben will, aber ich will so leben, dass ich auch irgendwann sterben kann. Das braucht Schulung. Das braucht Übung. Wir gehen oft viel zu oberflächlich durchs Leben. Ein Jahr nach dem anderen. Oh, das ist wieder ist wie nach Weihnachten wieder da. Das Jahr war kurz. Wir waren gesund und so weiter. Und wir leben. Ist das dieses Bewusstsein? Ein Vater, der konnte sich nicht beruhigen, und das dauerte über ein Jahr, bis er seinen Sohn loslassen konnte. Der verunglückte, er verstarb durch einen Unfall. Und er sagte: Das Schrecklichste für mich ist, wir haben damit nicht gerechnet. Und als er von zu Hause wegfuhr, waren wir beide ärgerlich. Wir fuhren verärgert auseinander. Das war schwer für ihn. Lehre uns bedenken, dass wir so Abschied nehmen oder dass wir so leben, dass wir dieses nicht nachempfinden müssen, wenn jemand plötzlich stirbt. Ich denke weiter an eine Frau, deren Mann an Herzschlag starb. Und wisst ihr, was diese Frau zu mir sagte? Sie sagte: Wenn mein Mann doch an Krebs gestorben wäre. So einen Ausdruck hatte ich noch nie gehört.
Was wollte diese Frau damit sagen? Sie wollte sagen, ich habe mit meinem Mann nicht durchgesprochen. Und bei Krebsverhältnissen hatten wir genug Zeit gehabt. Das sind zwei einfache Beispiele, die man nehmen kann, um diesen Vers zu illustrieren, dass mein Herr, mein Lehrer, mich unterrichtet, wie ich verantwortlich mit meinem Leben umgehen kann. Ich habe mal ein Buch gelesen, das schreibt, dass über die Hälfte der Trauerverarbeitung, wenn jemand gestorben ist, das sind die Schuldgefühle, die einer hinterlässt, die man bekommt, was man im Leben vermisst hat bei der Person. Mit anderen Worten gesagt, je enger wir zusammen und friedlicher wir zusammengelebt haben, desto leichter der Abschied. Das ist eine komische Mathematik, nicht? Herr, lehre uns so leben, dass wenn wer stirbt, ihr nicht noch unter Schuldgefühlen zerbrechen müsst. Das war der Punkt. Lehre uns. Was lehrt er uns? Er will uns lehren, wie man stirbt. Wie man stirbt. Sterben will gelernt sein. Und das tut man in guten Jahren. Nicht wie man stirbt, aber wie man bereit ist zum Sterben. Das ist nämlich ein sehr großer Unterschied. Bewusst leben. Wir hatten einmal einen Besuch, einen Mann aus Deutschland, dessen Frau mit 58 Jahren an Krebs gestorben war. Und was uns auffiel, was dieser Mann sagte, sagte er, als meine Frau Krebs diagnostiziert bekam, sagte sie als ganz erstes, warum nicht auch ich, wenn all viele anderen auch? Die hatte nicht gefragt, wieso ich jetzt? Krebs. Ne, wieso nicht ich auch? Jetzt bin ich dran. Das, glaube ich, ist eine kleine Blüte von einer Schulung, wie man leben kann, um sie aufs Sterben vorzubereiten. Nochmal, diese Übung, dieses Training, bewusst zu leben, in Gottes Hand zu leben, Gott verantwortlich zu leben, das macht nicht depressiv. Das ist Trost. Das heißt hier im dritten Punkt, auf dass wir klug werden. Dass wir weise werden. Ein Mensch, der sich lebendig sein Ende vorstellt, realistisch wollen wir sagen, der wird auch nicht allerhand Dinge tun, die seinem Leben schaden. Die dem Leben des aller anderen schaden. No. Der wird weise werden. Wisst ihr, ich will euch einen Satz sagen, das ist mir schon oft aufgefallen. Ich will das vorsichtig sagen. Aber man sagt so oft, der Mensch hat so gelebt und der hat sich zuletzt zurechtgefunden. Und wir sind so Gott so dankbar, dass er noch diese Gnade bekommen hat. Und das ist ganz richtig. Das will ich genauso stehen lassen. Das ist richtig. Aber wisst ihr was? Das Ziel Gottes ist mit uns Menschen nicht nur, dass wir in Gnade selig werden, wenn wir sterben, sondern dass wir selig leben. Ich kann mich kaputt saufen und rauchen, und ich kann rumhuren und dann bin ich in Gnade gestorben. Okay, Gottes Gnade ist unendlich. Aber das Gottes Ziel ist, dass ich in meinem Leben schon ein Segen bin. Das ist eine billige Ausrede, wenn man sich nur auf die Gnade der letzten Minuten verlässt. Aber die Gnade ist gut. Was ich sagen will, stellen wir uns vor, wenn wir alle so denken würden, was würde aus einer Gemeinde, aus einer Gesellschaft werden? Gott will, dass mein Leben auf Erden ein Segen ist. Und dass dein Leben
ein Segen ist. Dann will ich hier noch zum Schluss einen Vers nehmen. Der ist mir da sehr wichtig. Psalm 39, Vers 5, der heißt nämlich so: Aber Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat. Der spricht hier von Ende und der spricht von Ziel. Und da ist ein bisschen versteckt viel Trost drinnen. Annas Leben auf Erden ist zu Ende gegangen. Termino. Jetzt fängt das Ziel an. Das Ende des menschlichen Lebens, des Körpers, ist Grab, Sarg und Würmer. Mal einfach so gesagt. Herr, lehre mich, dass mein Leben ein Ende haben muss. Es ist schrecklich, wenn das Leben eines Menschen nur ein Ende hat. Was für ein Trost ist da drinnen, wenn das Christen sind, die da sterben, und das gläubige Christen sind, die ihr Leben immer bewusst gelebt haben. Wisst ihr, vom Ziel her leben, das ist was ganz anderes. Wenn ich vom Ziel her lebe, wenn ich vom Ende her lebe, dann lebe ich von hinten nach vorne. Vom Ziel her gesehen, dann schaue ich nach vorne in die Ewigkeit und in dem Moment, wo ich sterbe, da steht der Engel, da steht Jesus und sagt willkommen im Himmel und so weiter. Das ist das Ziel. Darin liegt der Trost für die Zurückgebliebenen, wenn der Mensch Christ ist. Und wenn das nicht Trost ist, dann weiß ich nicht, was Trost ist. Jetzt fängt das Schönste an. Er sagt, lehre mich, dass mein Leben ein Ende haben muss und mein Leben ein Ziel hat. Liebe Freunde, der Herr hat uns keine mühelose Reise versprochen. Keinen leichten Weg im Leben. Es gibt Menschen, die glauben, wenn man Christ ist, dann ist das immer leicht und man hat keine Probleme mehr. Für mich ist das eine Lüge. Wir leben mit allen Füßen auf Erden und der Herr ist mit uns. Er hat es von unseren Wegen, hat er niemals nur Herrlichkeit versprochen. Aber unser Ziel ist Herrlichkeit. Ich hoffe, dass ihr dieses versteht, was ich meine. Was wird einem wahren Christen begegnen? Wem wird er begegnen? Wer wird ihr begegnen, wer wird sie in Empfang nehmen? Und das haben wir in der Bibel. Und wir lesen die Bibel, die lehrt uns, lehre mich, Herr, wie man lebt. Und wenn er mich lehren kann, wie ich lebe, dann hat er mich auch gelehrt, wie ich sterben kann. Ich hatte mal einen Neffen mit 11 Jahren, der starb an Kopfkrebs. Und das war so traurig. Abrasiert und oft gemacht und dann zum Schluss haben sie dann im Adventista gebetet und dann hat er gesagt, ja, unter seinen Kopfschmerzen dann nicht zu mir, aber mein Bruder war da, hat er gesagt, wollen wir für die beten, die noch mehr Schmerzen haben als ich. Und am nächsten Tag starb er. Der Mensch hat verstanden, als junges Leben, sein Leben so einzusetzen, dass Segen kommt. Liebe Freunde, wir fragen uns so oft, wir möchten gesegnete Menschen sein. Fragen wir uns auch genauso intensiv, wie können wir gesegnete Menschen werden? Ich möchte nicht nur gesegnet sein. Wie viele Missionare sagen, ich bin so gesegnet worden, als ich da und dort arbeite. War das das Ziel? Nein, es war gar nicht. Das Ziel ist, ich will anderen ein Segen sein. Und wenn ich anderen ein Segen bin, dann ist das mir ein Segen. Die wahrste Freude einer Mutter lebt davon, dass sie ihren Kindern Freude macht. Voy a resumir acá algo en castellano. Un versículo de Salmos 39. Señor, enséñame de que mi vida tenga que tener un fin y una meta.
Y hay una gran diferencia entre fin y meta. Fin es el fin del ser humano acá. Ahí termina. Ahí comienza la meta de la eternidad, la vida eterna. La vida terrestre termina, la meta comienza. Y aquellas personas que viven con Cristo en su vida tienen la seguridad en la Biblia de que serán recibidos por el Señor para la vida eterna. Es una muy grande diferencia si una persona creyente o una persona no creyente muere. Getröstet sind die Menschen, die nicht sehen und doch glauben, was ihnen begegnen wird. Wir alle waren noch nicht im Himmel. Ich habe schon gelegentlich auch so gedacht, mein Vater fiel auch um und war tot mit 63 Jahren. Und das hat mir so schwer gefallen. Ich habe mir gelegentlich gesagt, zu einem anderen, wenn der starb, grüßt meinen Vater dort und der soll mir mal erzählen, wie es dort ist. Aber es geht nicht. Das sind einfach die Gedanken, die einem spontan in den Kopf kommen. Das war sehr passend zutreffend am Anfang gesagt von Bruder Wiens. Der Abschied ist komplett. Die Erinnerungen nicht. Die bleiben wach. Aber ihre Worte haben ausgesprochen. Ich habe hier ein Gedicht gesucht. Das, glaube ich, spricht aus dem Herzen von Anna auch für euch. Ein Trostgedicht und dann will ich das mit einem Gebet abrunden. Ich wäre zwar gerne noch geblieben, doch Gott nahm mich an seine Hand. Drum weinet nicht, ihr meine Lieben, denn ich bin nun im ewigen Land. Ich weiß, dass ihr nicht ganz versteht, warum ich jetzt schon musste gehen. Warum Gott Vater Wege geht, die ihr gern wollet, anders sehen. Doch glaubet mir, ich bin geborgen, ganz tief in Gottes Herzen. Ganz ohne Ängste, ganz ohne Sorgen und auch ganz ohne Schmerzen. Das ist gewesen. Ehre unserem Herrn. Ich will beten. Vater im Himmel, du bist in deiner Allgegenwart auch hier allgegenwärtig. Darauf vertrauen wir, das ist uns bewusst. Und du wollest uns, die wir leben, lehren, wie wir leben können, wie wir dann richtig sterben können, auf dass wir auch klug in unserem Leben handeln. Gib Gnade, auch zu diesem Thema, wenn sie darüber nachdenken, auch wie jeder eine von uns, wie wir unser Leben einordnen, wie wir in deiner Gegenwart leben. Und jetzt bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du durch deinen guten Heiligen Geist, durch die Kinder, durch Freunde, auch diesen Bruder, den Peter, tröstest, begleitest, ihm Gegenwart schenkst. Und auch der ganzen Familie wolltest du das schenken. Herr, du hast sie lieb und du hast auch diese Familie früher durch große Armut geführt und geistlich großen Reichtum. Wir danken dir einfach, dass dein Wort Kraft hat und segne sie in deinem Namen, Jesus. Amen. Dankeschön, Bruder Andreas, für diese mutmachenden Worte und die uns einfach anregen, über unser Leben nachzudenken. Ich möchte jetzt den Lebenslauf von Anna Dück, der Giesbrecht, lesen, so wie die Tochter Renate ihn verfasst hat. Anna wurde am 6. Juni 1951 ihren Eltern Heinrich und Elisabeth Dück als viertes Kind geboren. Bis zum Alter von 6 Jahren lebte sie bei den Eltern in Reichenbach. Danach kam sie zu ihrer Tante, bis sie 11 Jahre alt war. Als die Tante dann starb, kam sie wieder zurück zu ihren Eltern.
Sie hatte eine schwere Kindheit. Am 22. Mai 1972 hat sie sich auf ihren Glauben taufen lassen. Ihre Jugendzeit lebte und arbeitete sie bei Jakob und Susi Bergen. Am 15. Januar 1983 heiratete sie Peter Giesbrecht. Am 12. Oktober 1983 kam ihr erster Sohn Viktor zur Welt. Am 25. Januar 1985 ihre Tochter Renate. Und am 13. April 1987 kam noch Sohn Arthur dazu. Seit dieser Zeit hat sie an Diabetes gelitten, insgesamt 33 Jahre. Sie hatte die letzte Zeit viele Probleme mit ihren Beinen. Am Donnerstag, dem 27. August, ist sie hingefallen, weil sie sehr schwach war. Bis Sonntag konnte sie noch zu Hause sein, wo sie dann aber ins Hospital eingeliefert wurde. Dem ärztlichen Befund zufolge ist wohl ein Blutgerinnsel aus den Füßen bis in die Lunge vorgedrungen, was zu ihrem Tode geführt hat. Im Ehestand gelebt hat sie mit ihrem Mann Peter 37 Jahre, 7 Monate und 15 Tage. Im Tode vorangegangen sind die Eltern, die Schwiegereltern, zwei Brüder im Mannesalter, zwei Schwager im Mannesalter, zwei Geschwister im Kindesalter und zwei Schwägerinnen. Als Familie bedanken wir uns herzlich beim Krankenhauspersonal für die gute Mitarbeit. Sie hinterlässt ihren Mann Peter Giesbrecht, ihren Sohn Viktor mit Emiliana Giesbrecht und den Kindern Kelly und Melia, ihre Tochter Renate mit Mann Andreas Sawatzki und ihr Sohn Arthur mit Amalia Giesbrecht und Sohn Alejandro. Ich habe noch einen Gruß zugeschickt bekommen von Peter und Hertha Warkentin aus Friesland, der Tochter Liliane. Sie grüßen euch mit einem Vers aus Josua 1, Vers 9. Dort heißt es so: Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und das wissen wir ja nicht, wie Andreas gesagt hat, wir wissen alle nicht, wie unser Weg ist. Und hier ist eine wunderbare Zusage. Der Herr, dein Gott, wird mit dir gehen, wohin du auch gehst. Als nächstes hören wir jetzt ein weiteres Lied vom Frauenquartett. Bitte schön. Bleib bei mir.
Menschensohn, ja, dein allein. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesu, ja, ich brauch dich. Ich komm zu dir, mein Heiland, o, segne mich. Herzlichen Dank für diese zwei passenden Lieder. Auch dieses letzte Lied erinnert uns daran, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern dass wir Jesus brauchen und dass er uns auf diesem Weg segnen möchte. Wir schließen diese Feier hier in der Kapelle jetzt ab, möchte die Zuschauer am Livestream verabschieden und hoffe, dass auch diese Wahrheit und diese Botschaft mit euch geht. Hier machen wir uns fertig für den Überwechsel zur Gruft startend und dann wollen wir auch die Leiche dem Schoß der Erde anvertrauen. War hier noch ein Wort? Jo, in diesem Jahr ist hier dort alles so anders. Meistens ab der Begrafnis ist dann noch ein anschließendes Trauermahl. Und dann wird Gelegenheit gegeben an den Verstorbenen, noch Erinnerungen mitzuteilen. Und Peter, die sind hier alle Blumenthaler, als sie befreit werden, die pachten ihr dann die Wirtschaft von ihrem Vater. Den Vater sein Wunsch wäre, dass die Wirtschaft in Blumenthal so ist schrie, du bist all gut im Schwung mit Fei und auch in den Traktor. Aber das verschiedenste Gründe, ging dort wegen dem Dart nicht. Und ich weiß auch dann, wo schwor ihn dort gefallen hat, ihn dann von der jungen väterlichen Wirtschaft, der Tränen, und wo schwor ihn Anfang hier in Philadelphia weh. Und in diesem Jahr, das war die 1. Mai, das war ein Helgedag, Dia del Trabajo. Ich wollte in Philadelphia fahren, in meinem Noba. Ich wollte Asado machen, und die auch die Wache vorgekriegt. Naja, was das ist. Und ich kaufte dann ein bisschen Costilla. Na, ich wollte mal mit Peter in Anna fahren. Kommt da immer. Und sind sie erscheinen, Gemeinschaft, Peter, aus wie du noch heute. So mutig habe ich Anna nie gesehen, der hat sich so bedankt, Ulrich, der hat sich schön gewohnt. Dankeschön von dem Asado, ja. Schöne Erinnerungen.